What the fuck? Warum bin ich da jetzt hängen geblieben? Hallo? Irgendwie ist das mit den Motorrädern ganz schlecht zu machen. Wheelie und sowas. Ja. Ist nervig. So, jetzt machen wir nochmal enden Stoppi. So. Temptress. Habe ich einen Temptress in der Garage? Das weiß ich nicht. Will ich eben nach. Okay. Scheiße. Stillgestanden, ausgestiegen und von meinem fährt das Ding weiter. Ja, das hatten wir öfter schon mal. Ah, 100 Meter Stoppi-Distanz brauche ich noch. Na, einen Temptress besitze ich nicht. Ach, scheiße. Heißt, ich hab was Neues für die Garage. So, sind wir damit auch gleich zu. Oh Mann, warum knallt das Ding immer so vorne weg? Was ist denn jetzt schon wieder? Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Warum muss ich immer schuld sein? Vielleicht warst du es ja. Nö, also ich habe... Vielleicht hast du einen Polizisten falsch angeguckt. Das wäre mir neu. Ich frage nur, weil du bist ja woanders und ich kann dich ja nicht sehen und... Und Wurstbrot, das gehört ja auch dazu. Ich bin jedenfalls gerade im Wasser. Ach, warum bin ich verdammt nochmal wieder hier? Wo bist denn du? Irgendwo und nirgendwo. Okay. So, Mensch. Da haben wir jetzt auch nur noch 150. Knapp verfehlt habe ich mich auch fast fertig. Das ist gut. So, nochmal eben ein bisschen Stoppi. Ich glaube, damit bin ich auch gleich fertig. Ja, Stoppi-Distanz habe ich. Wunderbar. Hallo! Die Distanz habe ich ein bisschen. Und Wheelie habe ich fast fertig. Ich will aber zwei Rad machen. Ja, Wheelie-Distanz, da brauche ich jetzt noch ungefähr 550 Meter. Oder sagen wir 600 Meter. 11 Meter zwei Rad gerade geschafft. Das ist ein neuer Rekord. Oh, zwei Rad habe ich fertig. Gut, dann kann ich mich jetzt auf Stoppi. Ey, wow. Das war gut. Was ist los? Ich bin ja, wollte gerade hier mit einem mit dem Motorrad neues Wheelie machen und der hat sich irgendwie total komisch in den Boden gebackt und ich bin jetzt gerade vom Motorrad gefallen. Das ist toll. Mein Motorrad. Ich werde hier ein bisschen angepumpelt. Die Bullen mögen mich ja so. So. Ja, sieht zwar ein bisschen blöd aus, wenn ich jetzt hier auf dieser Straße immer hin und her fahre und Wheelie mache. Aber Leute, das gehört leider dazu. Wir wollen ja hier einen 100% Run machen. Und dann müssen wir das leider machen. Ich persönlich, ich finde Wheelie und Stoppi und sowas kann man am besten machen auf dem Flughafen. Weil da keiner nervt. Außer du wirst verfolgt. Außer du wirst verfolgt. Ja. Ja, aber werden wir ja nicht. Ja, Gott sei Dank. Wow! Voll aufs Maul gelegt. Schön. Das ist herrlich. Es ist einfach nur herrlich. Das war schön. Wheelie habe ich damit fertig. Wheelie, Moment, ich gucke mal eben, wie viel ich da jetzt noch brauche. Wheelie. Wo ist Wheelie? Wo ist Wheelie? 300
aus Stabildistanz haben wir auch nur noch 200. Circa 300 Meter muss ich noch. Also viel ist es auch nicht mehr. Ja, ich muss nur noch ein paar mehr Meter Stoppi. Dann bin ich damit auch schon durch. Wow. Das war, ich würde sagen, Skill war das. Aua. Ich hab's irgendwie geschafft, während ich Stoppi mache, über die Leinplanke der Autobahn rüber zu fahren und währenddessen dann noch ein Salto gemacht, während ich runtergefallen bin. Und dann bin ich auf den Boden aufgegangen. Das ist toll. Genial, wie das aussah. Oh, hier war gerade ein Emu. Und ich bin gleich mit... Warum ist jetzt hier eine Straßensperre errichtet worden? Das war gerade ein bisschen komisch. Das ist so randommäßig, hast ja auch manchmal die Verkehrsunfälle da in dem Spiel drin und sowas. Damit das so realistischer wirkt. Was ja bei der Physik-Engine total gelingt. Und stopp die Distanz fertig. Yay. Hui. Was ist denn für ein Schiff? So, ich glaube, mit Wheelies müsste ich jetzt auch gleich fertig sein. Ich guck jetzt gerade. Oh, Geld. Wow. Nam. Mein eigenes Motorrad hat mich gerade nur überfahren. Passiert. Ja. Okay, was könnte ich noch? Zerstörte Fahrzeuge. Nein. Ich glaube, ich hätte zur Seite fahren müssen. Aber naja. Fahrzeugentführungen. Ich glaube, als nächstes mache ich Fahrzeugsurfzeit. Warum nicht? Ich würde sagen, das machen wir zusammen. So, mit Willy bin ich jetzt auch durch. Gut. Dann, sollen wir Fahrzeugsurfzeit dann gleich machen? Können wir gerne machen, das ist kein Problem. Ich brauche eine Werkstatt. Da haben wir eine. So, ich stelle jetzt mal das Motorrad hier in die Garage. Scheiße, kann ich Fahrzeug in der Werkstatt lagern? In meine Garage rein? Oder muss ich dafür nach Garage? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil ich weiß das jetzt auch nicht. Ach, probieren wir es aus. So, ich werde jetzt mal eben den Emu hier rausholen. Garage. Ja, jetzt habe ich den. Ja, jetzt habe ich den drin in der Garage. Gut. Wow, Zweiraddistanz 400 von 762 Nein. Meter. Cool. Willst du mich verarschen? Okay, das geht nicht. So, Also, das ja, wird, genau. Also, du musst schon in deine Garage dann fahren. Gut zu wissen. Echt gut. Hoffentlich habe ich das Teil dann nochmal stehen. So, Entschuldigung, dass jetzt die zwei Schilde da sind. Ich habe gerade mein Emu zerstört. Ja. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich versuche ja nur gerade mit einem Toad, mit so einem Pilz, ne? Durch gerade irgendwie hier nach Hause zu fahren. Okay. Aber das Domizil von Simos ist ja zum Glück hier in der Nähe. Also ich bin jetzt gerade hier oben bei uns im HQ. Ah, okay. Ich fahre gerade zu Simos. Werd gerade von Polizisten verfolgt. Was mir eigentlich nichts ausmacht, weil die sich gerade gegenseitig hier wegrammen. Vielleicht habe ich ja Glück und es kommen ein paar Hubschrauber, dann kann ich die noch so abschießen. Glaube ich nicht. Wow. Das war gerade ein Lag. Bei mir. Warum ein Lag? Weil ein Lag war. That is not good. Nope. Das muss ich jetzt einmal so sagen. Dong. So, oh, es gibt neues Bargeld, das ist schön. Nee, lassen wir. Na gut. Ah, ich hab jetzt aus Versehen, weil ich durch die Tür wollte. Ja, komm, dann gehen wir da eben schnell helfen. So, hier kommen, nehmen wir eben den. Das ist zum Glück bei mir nicht so weit weg. Es wäre jetzt schlimmer, dass es genau auf der anderen Seite der Stadt wäre. Ich fliege da gerade mal schnell hin. Ja, ich muss ja hinfahren.
Trollolololala. Achso, Leute, wenn ihr gerade mal drauf geachtet habt, ich habe jetzt auch so ein Düsenjet bei mir im Hubschrauber-Landeplatz drin. Das ist aber von einem DLC. Also nur mal so als Schublade. Du meinst das den Schraubo-Copter-Motorrad-Ding? Nein, das ist ein anderes DLC, was du nicht hast. Was ist das denn? What the fuck? Du wirst... Was ist jetzt los? Ja, da war der Zero kurz weg. Leute, ich mach mal einen ganz kurzen Schnitt. Bin gleich wieder da. So, Leute, da sind wir wieder zurück. Es gab gerade ein kleines technisches Problem, aber wir haben es jetzt wieder hingekriegt. Ja, mein Internet meinte, oder um genau zu sein, mein Repeater meinte, nö, ich bin überhitzt, ich brauche eine Pause. Das heißt, ich habe den 2 Sekunden lang aus der Steckdose rausgezogen, wieder reingesteckt und dann ging es ihm wieder gut. Das ist schön. Das ist dann so lustig. Ich werde mal eben diesen Hubschrauber hier nehmen, weil... Ja, das ist ein Tornado. Cool. Tornado. Ich besorg mir auch mal einen Hubschraubokopter. Aber am besten wäre, du bringst dich dann in Sicherheit. Weil ich muss dann zur Quelle. Wollen wir jetzt hier mit dem Ding hier, mit dem Anruf jetzt kurz warten, weil ich glaube, nach einer Zeit geht der weg. Ja, wir warten. Gut. Sag, wenn du deinen Schraubokopter in Sicherheit gebracht hast und bleib im HQ drin. Ja, okay. Weil ich hol's mir aus der Quelle. Das heißt, ich fahre jetzt auf den Army-Stützpunkt, da kriegen wir automatisch 4 Schilde. Ja, und noch Moment, ich bin auf dem Rückweg. Wo lang ging's denn nochmal? Wo hast du den denn gefunden? Der war hier ganz plötzlich auf dem Dach. Ah, cool. Ach, hier, da ist es. Hey, schieb mich nicht an, du Sau. Bin ich da jetzt richtig? Nein. Ach Mensch, wo fliege ich denn hin? Bin ich bescheuert, oder was? Wohin willst du fliegen, eben? Du musst doch zum HQ. Ja, ich dachte gerade, das wäre hier vorne, weil hier ein Hubschrauberlandeplatz ist, aber nö. Ey, mich schieben hier ein paar Idioten immer an. Da, bitte, fahr vorbei. Dein Hause weg! Mein Gott, bleib ich jetzt hier stehen auf Bürgersteig, ist mir egal. Dann nerven die mich nicht und rammen mich die ganze Zeit. Aber wie gesagt, diesen Hubschrauber, den habe ich jetzt auch nur durch Zufall gefunden. Ja, ist doch schön. Den können wir bestimmt später gut gebrauchen. Freue dich, freue dich. Wie gesagt, den können wir später bestimmt gut gebrauchen. Ja, können wir. So. Alles klar, ich bin da. Oh, von meinem Auto tanzen Leute. Ja, das ist ganz normal, weil die, gehen bei den Fans-Leuten immer ab. So, dann, bleib im HQ drin. Kriegst du das alleine hin? Ja. Gut. Ich bin doch ein Experte. Ja, aber ich könnte dir auch zu Hilfe kommen. Ich werde jetzt explodieren. Das steht schon mal fest. Dann werde ich nochmal eben in meinem Saints-Book gucken. Ich müsste das schaffen. Weiß jetzt obwohl, warte mal. Jetzt schon hier die stehen. Einmal eben Raketenwerfer. Ach Gott, die Scheibe ist auch schon wieder ganz. So. Hallo? Was soll denn der Scheiß? Okay, gib mir Auto. Ich muss durch. Und bumm. So. Ich habe einen Hubschrauber abgeknallt. Ich muss gucken, ob hier überhaupt welche drauf sind. Ach, ist das toll. Ist keiner? Die Armee hat keine Hubschrauber mehr. Das ist schlecht. Müssen sie neue nachbestellen. Au. Ich versuche jetzt hier irgendwie noch lebend rauszukommen. Natürlich ist mein Vortex despawned. Wäre ja sonst langweilig. Jetzt muss ich mit einem Army-Bulldog hier irgendwie versuchen rauszukommen. Bist du noch im HQ drin? Ja, ich bin jetzt hier gerade auf dem Hubschrauberlandeplatz. Ja, dann, tu mir einen Gefallen. Soll ich die abholen? Geh ins HQ rein. Ich mach mich auf den Weg zum nächsten Laden. Okay. Weil die Treppe zu Simos nach oben will ich nicht mehr laufen. Jawohl, zerstörte Hubschrauber, 6 von 60. Yippie! Bremsen. Ja, sag Bescheid, wenn du in einem Laden drin bist. Ich bin da. Okay. Geh ich gerade rein.
Gut. Oh, neues Bargeld. Super. Echt schon? Yep. Wow. So, was haben wir denn hier noch? Ach, hier genommene Geiseln. 1 von 50 habe ich da erst. Hab ich auch. Das ist ein. So, wie gesagt, die Fahrzeug-Surfzeit, die machen wir gleich zusammen. Yep. Und in der Zeit mache ich mal was ganz Schönes. Ich weiß schon, was ich gleich mache. Und zwar dann einmal zum HQ Village. So, Outfit 2 Vortex übernehmen. Aktuelle Kleidung entfernen, jawohl. Ach, genau dasselbe habe ich auch vor. Flitzer? Yep. Das ist super. Das habe ich kaum. Ja, ich habe zwar schon 378 Sekunden von 600, aber ist, glaube ich, doch ganz gut. Ich habe nur 36 Sekunden. Hui! So. Das ist einfach heftig. Und wieder zum Anfang. Ja, ist klar. Rammt mich ein Auto und ich bin wieder nach unten gefallen. Da bin ich wieder runtergefallen, ey. Weil ich dann in die Luft geschleudert wurde. Kann ich nicht gutheißen. Echt nicht. Na Leute, gefällt's euch? Oh, the thing is just ugly. Oh, schön. Das ist unglaublich. Ich glaube, die Leute fangen hier gleich an zu kotzen. Kann passieren. Aber ehrlich gesagt, es geht mir am Arsch vorbei. Ich find's aber lustig. Oh. Was? Mich greifen gerade die Morgenstern an, weil sie mich nackt gesehen haben. Ja. Warum? Ich glaube, dasselbe würde ich auch machen. Na ja, gut. Auch wenn wir in einem Team sind. Ist doch aber so lustig. Definitiv würde ich das machen. Oh, oh, oh. Gib mir den Caddy! Schuppidupidu. Ach scheiße, ich dachte, ich komme da rein, aber das war ja wohl nix. Das Ding heißt Knoxville, okay. Das ist schnell, dafür, dass es so klein ist. So, Blitzenlevel 6 habe ich jetzt auch. Schuppidupidu. Los, ich brauche noch ein paar Leute. Hier kannst du jetzt nicht. Och Mann. Wegen dem einen Bullenstern, das gibt's doch nicht. Verdammt, ich brauche weitere Leute. Ich muss jetzt warten, bis der Polizeistern weg oder das Polizeischildchen weg ist. Okay. Damit ich den blöden Caddy parken kann. Oh Mensch, geh mir nicht auf den Sack. Ey, verdammt, jetzt sag mir nicht, ich schaff das nicht. Komm, nur noch der Stern von dem Morgenstern. Och Mensch. Bitte. Ja, jetzt Beilung, 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 Beilung. Nein, da ist er wieder. Verdammt, Zeit ist jetzt abgelaufen. Komm, 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 komm. Hey. Danke. Schade, schade. Wie viel Zeit brauche ich denn jetzt noch von Flitzer? Oh, 40 Sekunden nur noch. Das ist ja toll. Komm, dann machen wir das noch eben. Hallo. Ähm.
Bei mir backt das gerade so minimal rum. Wieso? Ich bin jetzt oben drin und da steht, drück E, um dieses Fahrzeug in deiner Garage unterzubringen. Okay. Und das geht nicht, oder wie? Ich bin oben im Penthouse. Natürlich geht das nicht. Du bist hier, bei mir wirst du unten angezeigt. Renn mal jetzt raus. Bam, Kopfschuss. Kopfschuss. Ich glaube, ich muss einmal eben kurz sterben. Die sind ein bisschen sauer auf mich, ich weiß nicht warum. Vor allem, ich kann jetzt auch nicht aufs Domizil oder so zugreifen. Moment, wir haben es ja gleich. Ja, ja, ich knall nur eben auf den Boden auf und... So, 14 Level 3 geschafft. Warte, ich helfe dir eben hoch. Oh, sieht ja toll aus. What the... Hä? Jetzt bin ich... Was? Was? Aber das hier jetzt? Teufel. Ich bin gerade... Hä? Hallo? Wo bist das du? Ich bin oben auf dem Helipad. Ich spring nochmal runter. Moment. Du bist gerade schon runtergesprungen. Ich war...